Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin David, Naturfilmer und Ökologe. Und heute zeige ich meine bisher aufwendigsten und spannendsten Uhu-Aufnahmen. Die Vorbereitungen für die geplanten Aufnahmen mussten bereits lange vor dem Brutbeginn der Vögel beginnen. Uhus sind eine wichtige Art störungsarmer Landschaften. Der Uhu, den ich filmen möchte, befindet sich in einem solchen Gebiet. Ich wurde bei meinen Dreharbeiten von meinem Freund und Artexperten Matthias Krüger fachlich beraten. Matthias Krüger ist Chefpräparator am Philetischen Museum und beschäftigt sich seit Jahrzehnten sehr, sehr intensiv mit Uhus. Und von seinem Wissen konnte ich sehr, sehr viel lernen und die Drehs dann auch optimal vorbereiten. Im Fokus unserer Voruntersuchungen stand dabei die Evaluierung verschiedener möglicher Brutstandorte. Bevorzugt brütet der Uhu in Felswänden, Nischen und Felsbändern. Besonders gut geeignete Plätze sind häufig über Generationen von Uhus besetzt. In direkter Umgebung zum Uhu-Horst sind zahlreiche Überbleibsel seiner Beutetiere zu finden. Anzeichen sind zum Beispiel Federn, Rupfplätze oder markante Stellen, welche die Tiere zur Kotabgabe anfliegen. Anhand dieser Überbleibsel kann der Experte zudem genau die Anzahl und Fülle der Beutetiere bestimmen. Also wenn man Uhus filmen möchte, muss man wirklich extrem vorsichtig vorgehen. Die Tiere sind extrem scheu und die größte Gefahr beim Filmen der Vögel ist, dass die Altvögel schon bei kleinsten Störungen ihre Brut aufgeben können. Man muss also sehr viel beachten und auch sehr gut vorbereitet sein. Das ist also definitiv nichts, was man jetzt einfach so mal machen sollte. Zu einem Uhu-Horst gehen und zu versuchen, dort Vögel zu fotografieren, den Nachwuchs zu fotografieren. Eigens für dieses Vorhaben entwickelte ich die sogenannte Uhu-Cam, eine aus verschiedenen Bauteilen bestehende Minikamera mit hoher Auflösung. Sie lässt sich aus der Entfernung steuern und ist so klein und unauffällig, dass sie fest installiert für den Uhu keine Störung darstellt. Es kann losgehen und auch das Uhu-Paar hat den Standort bereits mit einer Brutmulde vorbereitet. Das Weibchen legt in der Regel 2 bis 3 Eier und beginnt im März mit dem Brüten. Ab dann verlässt es so gut wie nie den Horst. Die meiste Zeit sitzt das Weibchen fast regungslos auf ihrem Gelege. Dabei kann man auch schon mal müde werden. Die größte Eulenart Europas übt eine besondere Faszination auf mich aus. Über Wochen hinweg beobachte ich nun das Uhu-Weibchen. Dabei fallen immer gleiche Abläufe, wie zum Beispiel das ca. einmal pro Stunde anstehende Putzen auf. Nach der Gefiederpflege wird das Gelege wieder in die optimale Position geschoben. Dabei nutzt das Weibchen den Schnabel und die Flügel zum Abstützen, um den Körper über dem Gelege auszurichten. Worauf wieder eine ca. einstündige Phase fast unbeweglichen Brütens folgt. Eines Abends bekomme ich eine spannende Vorführung des breiten Rufrepertoires des Uhus. Bei dem heiseren Schrei handelt es sich vermutlich um ihren Bettelruf nach Beute. In der Ferne, im gegenüberliegenden Hang, antwortet das Männchen. Mit Einbruch der Nacht wird es sich auf die Jagd begeben. Circa 5 Wochen nach Brutbeginn wirkt das Weibchen auf mich unruhig und verhaltensverändert. Irgendetwas ist passiert. Und tatsächlich, ich kann meinen Augen kaum trauen. Unter dem aufgeplusterten Federkleid des Muttervogels bewegt sich etwas. In den ersten Tagen bleiben die Jungen noch unter dem wärmenden Federkleid der Mutter, doch einige Dinge müssen halt nach draußen. Mit Einbruch der Dämmerung beginnt noch ein anderes Schauspiel. Zuerst denke ich, das stündliche Putzen steht an, doch dann bringt das Uhu-Weibchen diesen Beutevogel zum Vorschein. Uhus ernähren sich in erster Linie von kleinen bis mittelgroßen Säugern und Vögeln. Bereits vor Brutbeginn bis zur Nestflucht der Jungen wird das Weibchen ausschließlich vom Männchen versorgt.
Mit Einbruch der Dunkelheit werde ich Zeuge eines seltenen Ausflugs des Uhu-Weibchens. Dabei fliegt es immer wieder die gleichen Stellen an. Nach dem Putzen folgt die Kotabgabe. Diese Stellen fallen in einem Uhu-Revier durch die sogenannten Brutschüsse auf. Vor allem durch menschliche Verfolgung waren die Uhu-Populationen einst stark geschrumpft. Heute kann man von einer Erholung der Bestände sprechen, sodass er auf der roten Liste Deutschlands als ungefährdet eingestuft wird. Mittlerweile sind die Jungen älter geworden. Die Mutter hat alle Hände voll damit zu tun, die beiden Kleinen noch unter ihrem Federkleid zu halten. Dabei geht es zum Teil auch ganz schön ruppig zu. Einige Tage später kehre ich zurück, doch die erschreckende Erkenntnis, der Uhu-Horst ist verlassen. Vom Nachwuchs fehlt jede Spur. Eine spätere Analyse der Rupfplätze nährt die Theorie, dass die Mutter ihre Jungen aufgrund großer Nahrungsknappheit selbst gefressen haben könnte. Für die Art gar nicht so untypisch, auch wäre es möglich, dass die jungen Uhus von einem anderen Tier erbeutet wurden. Doch es gibt noch einen anderen Standort. Gut getarnt pirsche ich mich außer Sicht des Horstes an. Es ist brütend warm und hunderte Mücken umschwirren mich. Unter einem Felsen hat auch ein Reh Schutz vor der Wärme und den Mücken gesucht. Circa 2 Stunden warte ich, den Uhu-Horst immer im Blick. Und dann weiß ich wieder, warum ich Naturfilmer bin. Die ganzen Vorbereitungen, das Warten, um schließlich Zeuge eines besonderen Moments zu werden. Da das Uhu-Junge bereits laufen kann, müsste es ca. 4 bis 5 Wochen alt sein. Auch das kleinere Geschwisterchen macht sich auf den kurzen Weg nach oben. Die beiden Jung-Uhus befinden sich nun in einer gefährlichen Phase, welche längst nicht alle Tiere überleben. Sie sind beliebtes Futter für viele Räuber. Erst mit 8 Wochen beginnen sie mit dem Fliegen. Auch für die beiden Jungen ist es sehr warm. Wie viele andere Tiere auch, besitzen Uhus keine Schweißdrüsen und können nicht schwitzen. Wie Hunde hecheln sie deshalb, um nicht zu überhitzen und ihre Temperatur zu regulieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dicke Flaumkleid bei der Wärme stark juckt. Das Aufsperren des Schnabels könnte Futterbetteln oder eine Übung für die spätere Geröllbildung sein. Zusammenfassend zu meinen Uhu-Beobachtungen kann ich feststellen, dass störungsarme, felsige und strukturreiche Wälder der Art einen guten und wenig gestörten Rückzugsort zum Brüten und Jagen bieten. Dennoch sind diese Wälder oft zu klein für die Art mit ihren durchschnittlich 40 Quadratkilometer großen Jagdrevieren. Liegen im Streifgebiet auch große artenarme Flächen, kann Nahrungsknappheit zur Gefahr werden.